Ja, moin, willkommen zu Nitro Kid. Ich habe den Key für das Spiel gestellt bekommen vom Publisher Tiny Build. Vielen lieben Dank dafür. Nitro Kid ist ein neues Deckbuilder-Roguelike mit taktischem Kampfsystem oder so und halt mit sehr viel Neon und so ein Zeug. Retro-futuristisch, glaube ich. Könnte ganz cool sein. Ich dachte, wir schauen da einfach mal rein. Irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Schauen wir mal. Ne? Bruce Lee ist ja auch am Start anscheinend. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ist am 18.10. rausgekommen. Tutorial, ja. Ab jetzt. So, zu Beginn eines Kampfes wählst du als erstes ein Feld für deinen Helden. Danach ist der Gegner am Zug und zeigt seine Angriffsabsicht an. Okay. Platziere deinen Helden. Ah, da würde er uns angreifen? Da würde er chillen oder was? Soll ich da hin? Oder wo soll ich ihn hinstellen? Hier? Wähle einen der Punkte am Rand des Bildschirms aus, um mehr über die verschiedenen Elemente zu erfahren. Ah, okay. Ja, das Heldenprofil zeigt wichtige Informationen zu deinem Charakter. Ich muss, glaube ich, warte. So, ihr wollt ja sehen, ob ich am Sterben bin oder nicht. Nicht wahr? Stärkung und Schwächen werden unter der TP-Leiste angezeigt, also Buffs und Debuffs. Das blaue Quadrat zeigt deine Energie an, die du zum Ausspielen von Karten nutzen kannst. Ah ja, 3 von 3. Energie wird zu Rundenbeginn vollständig wiederhergestellt und die maximale Energie steigt. Nach dem Sieg über einen Boss, okay. Aktive Mods werden über dem Heldenprofil angezeigt. Okay, Moment, dann gehe ich, glaube ich, hier hin. So. Achte auf deine TP, wenn sie auf 0 fallen, hast du verloren. Deine TP bleiben von einem Kampf zum nächsten erhalten und du hast nur selten Gelegenheit zu heilen. Okay. Nach jeder Etage wirst du vollständig geheilt. Schilde schützen deine TP, da Schaden zuerst sie trifft. Der verbleibende Schildwert wird zu Rundenbeginn halbiert und gegebenenfalls abgerundet, okay? 3. Du kannst maximal 10 Karten in der Hand halten. Jede Runde ziehst du eine zufällige Zugabenkarte, in der Regel deine Bewegungskarte, aus einem beliebigen Stapel sowie 5 zufällige Karten aus seinem Ziehstapel. Am Ende deiner Runde legst du alle verbleibenden Karten ab. Ah, okay, wie Slay the Spire. Wenn dein Ziehstapel leer ist, wird dein Ablagestapel gemischt, um ihn aufzufüllen. Okay. Gegnerprofile werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie am Zug sind, wenn du darüber fährst. Zeigen sie besondere Eigenschaften des Gegners an. Sieh dir unbedingt die Profile von Gegnern an, die du noch nicht kennst, oder um dein Gedächtnis aufzufrischen. Okay. Der Kampf endet, sobald du dein Ziel abschließt. Bei normalen Kämpfen ist dein Ziel, alle Gegner im Raum auszuschalten. Bei Elite- und Bosskämpfen ist das Ziel, bestimmte mächtige Gegner zu besiegen. Du erhältst nach jedem Kampf Geld. Je schneller du gewinnst, desto mehr Geld bekommst du, okay? Infusionen sind Spezialfähigkeiten, die dir einen großen Vorteil im Kampf gewähren können. Du kannst bis zu 2 Infusionen gleichzeitig haben und sie jeweils einmal pro Runde verwenden. Dabei verbrauchst du eine Aufladung. Verbrauchte Infusionen kannst du erst wieder benutzen, wenn du sie aufgeladen hast. Wenn du ein Kind rettest, hast du die Wahl zwischen einer neuen Infusion oder dem Aufladen deiner aktuell. BTF, okay. Warte mal. Hier, bei Angriff dieses Gegners. Ziele werden mit 2-mal verwundbar belegt. Dieser Gegner erhält 1 Stärke. Der macht 5 Schaden. Okay. Können nicht killen. Bang. Ja. Gewährt 8 Schild. Ja, machen wir doch mal. Jetzt macht er uns, trifft er nur unseren Schild. Okay, jetzt macht er 7. Er verursacht 8 Schaden, bewirkt. Ja, ich hätte die Karten auch mal lesen sollen, ne? Bewege dich ein Feld in eine beliebige Richtung, okay? Verursacht 8 Schaden, bewirkt 2-mal geschwächt und Vorstoß. Bewegt den Charakter vor dem Angriff neben sein Ziel, okay? Geschwächt verursacht, wird vom verursachten Schaden abgezogen. Wird vom verursachten Schaden abgezogen? Das verstehe ich nicht. Ach so. Wenn jemand 2 geschwächt hat, dann macht er 2 weniger Schaden. Okay. Gefährt Schild. Aha.
Meditation. Bei Max TP werden diese um 1 erhöht. Heilt dich um 5 TP. Ja. Ein Max TP. Und wir hauen ihm einmal auf den Solarplexus, dem Jungen. Gute Arbeit. Bist du bereit, dich durch eine Anlage von Infinity zu kämpfen? Was auch immer Infinity ist, aber natürlich. Ah, Lee. Es gibt 3 Charaktere anscheinend, okay. Wenn bei Cinder ein Nahkampfexperte gebraucht wird, rufen sie Lee. Er hat zahllose Kampfkünste gemeistert und erhält stets neue Körpermods, sodass er gegenüber seinen Gegnern die Nase vorn hat. Lee zerlegt seine Gegner mit Flammen und Fäusten. Er nutzt ihre Schwächen aus, meidet aber gekonnt ihre Angriffe. Falls Infinity wirklich Kinder gefangen hält, ist Lee der Einzige, der sie retten kann. Gerettete Kinder 0. Okay, es geht also darum, Kinder zu retten. Zusätzlich zu Angriffs- und Fähigkeitskarten findest du besondere Mod-Karten für dein Deck. Mods haben keinen unmittelbaren Effekt, gewähren dir aber für den Rest des Kampfs einen passiven Bonus. Fast alle Mods werden beim Ausspielen verbraucht. Du siehst deine aktuell aktiven Mods über deinem Heldenprofil. Okay. Reichweite von Karten. Nahkampfangriffe können nur Ziele auf dir benachbarten Feldern treffen. Wo steht das? Fernkampfangriffe... Achso. Hier. Das ist Nahkampf. Das ist das Nahkampfsymbol. Fernkampfangriffe können alle Ziele auf einer Linie mit dir treffen, solange nichts im Weg steht. Du siehst eventuell auch Angriffskarten mit levelweiter Reichweite, die alle vorhandenen Ziele treffen können. Das Symbol am rechten Rand einer Karte zeigt dir die Reichweite an. Okay. Wir sollen 2 auswählen. Ich werde eine Energie, ziehe eine Karte. Kosten. Nee. Nehmen wir den Mod. Verwundbar, wenn alle Gegner sterben. Dadurch kriegen die mehr Schaden, die Gegner. Und wir nehmen jetzt den Zwillingsschlag. Wird auch 2x4 Schaden. Schaden dieser Karte in diesem Kampf um 1 verringert. Oh. Charaktere erleiden zu Beginn ihrer Runde Schaden in Höhe des Brandwerts. Danach. Okay, wir kriegen 2 Brand. Oh. Okay, also wir können uns selber Brand geben. Dadurch kriegen wir aber Schaden am Anfang einer Runde. Aber das kann man halt auch benutzen, um Schaden zu machen. Okay, ich nehme aber den Zwillingsschlag. Ich will erstmal simpel bleiben. Ich kenne das Spiel ja nicht. Gegnerraum, okay. Glaube ich... Musik ein wenig leiser und das andere auch. So. Nahkampfangriffe. Gegner mit Nahkampfangriffen können dich nur treffen, wenn du auf einem benachbarten Feld bist. Ein Schwertsymbol im Absichtsfenster des Gegners zeigt an, dass er einen Nahkampfangriff hat. Ja, ja. Gegner mit der Eigenschaft automatische Drehung wenden sich dir automatisch zu, wenn du dich in ihren Angriffsbereich bewegst oder innerhalb dessen angreifst. Fast alle Gegner besitzen diese Eigenschaft. Du kannst sie also ausnutzen, damit sie sich gegenseitig treffen. Gegenseitig treffen? Behalte das für... Hä? Aber die drehen sich doch nur, die greifen doch nicht an, oder? Achte auf das animierte Pfeilsymbol, das sich dreht. Das scheint über ihnen, ja. Gegner mit der Eigenschaft... Achso, hä? Okay, ich... Geht nicht. Okay. Sehr gut, Entwickler. Ich bin gesoftlockt. Ja, ne? Alles klar, ich muss alte 4. Bis gleich. So. Das ist der gleiche Kampf. Ich musste jetzt nochmal neu anfangen. Und habe jetzt andere Karten gezogen am Anfang, weil halt immer andere Karten kommen. Jetzt. Ich habe nichts gemacht. Wir haben wie viel? 8 Putzdrohne. Die machen nichts, okay. Wo will ich mich hinstellen? Ich stelle mich, glaube ich, mal hier hin. So.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Die greifen auf jeden Fall hier an. Ah, und so deswegen könnte man das jetzt ausnutzen. Wenn jetzt, sagen wir mal, der hat den Fernkampf Angriff gemacht, der Junge hier. Nee. Aber okay, ich verstehe es jetzt. Die Absichten sind fest pro Runde, alles klar. Will ich Gemetzel machen? Ja. Alle kriegen verwundbar und wir machen jetzt ein... Nein, wir bewegen uns kein Feld, weil ich blöd bin. Doch, jetzt bewege ich mich ein Feld. Der dreht sich. Okay, ich habe es verkackt, glaube ich. Er dreht sich... Ah, okay. Er dreht sich jedes Mal. Verstehe. Ja gut, das wusste ich natürlich nicht. Jetzt kriegen wir halt Schaden. Obwohl, wir hatten ein Schild. Warum auch immer. Muss hier natürlich weg. Verursacht 8 Schaden. Verursacht 5 Schaden. Sind die verwundbar? Ah ne, wenn ein Gegner stirbt, true. Warte mal, ich versuch mal was. Auf ihn. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Wir killen ihn, jawohl. Bam. Wir greifen alles in unserer Reichweite an. Okay. Alles klar. Und er dreht sich ja, wenn wir jetzt neben den gehen, ne? Ja, ne, dann will ich natürlich nicht neben den gehen. Wir beenden die Runde einfach nur. Müsste er sich zu uns bewegen? Und wir hauen ihn einfach weg. Okay. Okay. Du hast den Raum in 3 Runden abgeschlossen, dabei so viel gesammelt. $35, okay. Teleportiert dich auf die andere Seite eines Ziels, auf einer Linie mit dir, hm? Gewöhnlich Oib verursacht 2 Schaden. Alle Oib-Karten versuchen in diesem Kampf plus 2 Schaden, okay? Verursacht deinen zweifachen Brandwert als Schaden. Nehmen wir mal die Oib-Karte. Okay, es ist Slay the Spire mit gemixt mit. Mir fällt der Name des Spiels nicht mehr ein, leider. Zwielicht. Du hältst inne und betrachtest deine Umgebung. Die giftigen Abgase der Anlage von Infinity vermischen sich mit dem nachlassenden Sonnenlicht. Der daraus entstehende rosafarbene Ton ist sowohl schön als auch verstörend. In deinem Kopf scheint jedoch noch ein dichterer Nebel zu herrschen als um dich herum. Du nimmst dir einen Moment Zeit, dich zusammenzureißen und wieder auf deine Aufgabe zu konzentrieren. Okay. Ah, hier können wir, okay. Wähle eine Karte aus, die deinem Deck hinzugefügt werden soll. Verbessere eine Karte in deinem Deck. Erhöht deine aktuellen und maximalen TP. Ja, was ist meine Mission? Wie immer waren die Anweisungen deines Kunden nicht besonders umfassend. Du weißt nur, dass Infinity aus unbekannten Gründen illegalerweise eine Gruppe Kinder in einer Forschungsstation in Miami gefangen hält. Dein Auftrag besteht darin, ins Gebäude einzudringen, die Kinder zu finden und sie heil daraus zu holen. Du hast zwar schon so einige merkwürdige Aufträge bekommen, aber der hier schießt den Vogel ab. Böse Großkonzerne und Gefangene in einem Geheimlabor klingt nach einem grottigen Sci-Fi-Streifen. Zum Glück magst du solche Filme am liebsten. Du weißt zwar nicht, wozu Infinity diese Kinder gefangen hält, aber du weißt, dass du sie retten kannst. Okay, ein bisschen laden, okay. Oh. Gewöhnlich. Effekte gegen ein oder mehrere Ziele. Angriffskarten können ein oder mehrere Ziele treffen. Dies wird durch das Symbol am linken Rand der Karte angezeigt. Wenn du einen Einzelzielangriff ausspielst, musst du ein Ziel wählen. Nur dieses wird vom Angriff getroffen. Ah, okay, also nicht alle Angriffe greifen rundum an. Bei einem Angriff mit mehreren Zielen musst du nichts auswählen, weil automatisch alle gültigen Ziele in Reichweite getroffen werden. Okay. Schubsen. Stoß. Ja, wir stoßen jemanden weg. Mhm. Austeiler. Füge deine Hand zu Rundenbeginn ein Jab hinzu. Ziehe eine Karte. Gewährt 2 Schild. Ja.
Verbessere Patch, was ist das? Ach, wir haben... Ah. Das ist hier Patch. Füge deiner Hand einen Positionswechsel hinzu, wenn du einen Gegner besiegst. Okay. Gestellt. Du erhältst 5 zu Kampfbeginn. Kampfbeginn 5 Schild. Ah. Okay. Das haben wir verbessert. Weiter. Ach du Scheiße. Akt. Büros. Missionsübersicht. Bereichsboss der Wissenschaftler. Abgeschlossene Räume 0. Gerettete Kinder 0 von 2. VIP-Aufzug freigeschaltet? Nein. Hier ist ein Boss. Elite-Raum. Kristall. Wir gehen einfach mal hier rein zum Kind, oder? Fernkampfangriff. Gegner mit Fernkampfangriffen können dich aus jeder Reichweite treffen, aber nur wenn du auf einer Linie mit ihnen stehst und keine Hindernisse im Weg sind. Ja. Gegner mit der Eigenschaft Verfolger bewegen sich ein Feld auf dich zu, wenn du dich bewegst, aber nicht diagonal. Das gilt für Bewegungskarten wie Schritt, aber auch für sonstige Bewegungen wie Teleportieren oder Vorstoßkarten, okay? Achte auf das animierte Fußstapfen-Symbol. Es erscheint über ihnen, wenn du gleich ihre Verfolgungsreaktion auswählst. Okay. Können wir nicht hin? Der dreht sich. Ich dachte diagonal nicht. Warte mal. Der hat 31. Uiuiuiui. Ziele werden mit zweimal verwundbar belegt. Der dreht sich, ja. Da sind wir gefangen. Hier einfach mal genau neben ihn, glaube ich. Verursacht 2 Schaden. Wir haben ja, er macht 2 Schaden, wir haben 5 Block, also können wir erstmal einfach nur Schaden machen. Verursacht 8 Schaden, verursacht geschwächt. Jo. Ah, er macht jetzt keinen Schaden, geil. So. Ausschlag. Okay. Runde beenden. Ja. Easy. Okay, er greift wieder da an. Gemetzel. Der Kosten dieser Karte, die Kosten dieser Karte steigen, wenn wir eine andere Karte spielen. Können wir den töten? 5 Flow. Glaub nicht. Wir haben aber 2 Block, also müssen wir nicht abhauen. Will ich Verlass drücken oder will ich Schaden machen? Nee, ich mach Gemetzel. So, dann chillen wir jetzt einfach. Wir haben ja 2 Block. So. Okay. Easy. Er macht jetzt 4 Schaden. Aber hat er nicht... Hä? Ziehe eine Karte, gewährt 2 Schild, ja. Nochmal blocken. Ja. Und dann hauen wir ihn halt 2-mal auf die Fresse. Wie das mit diesem... Anden, ich vergesse es immer. Natürlich. Ach du Scheiße. Wir greifen hier alle an. Ja, ich mach das mal so. Jetzt greifen wir alle an. Der ist nicht tot? Hä? Scheiße.
Jetzt kriegen wir Schaden. Oh, ich könnte das hier noch nutzen, ja. Muss den jetzt halt killen hier. True. Drehen sie sich? Er dreht sich. Ich glaube, dann gehe ich mal hier hin. Ja. Okay. Kein Schaden. Hm? Ja. Verursacht 4 Schaden. Ich will den Nacken. Achso, auf alle, yo. Bam. Bam. Nice. Geil. Geilo. 5 Runden. Alter, 5 Runden war anscheinend ziemlich schlecht. Wow. Verursacht plus 2 Schaden. Ich glaube, ich gehe auf Oib. 2 Schaden bewirkt 3 Brand. Durchschlägt Ziel. Okay, nee, ich nehme Drachenfaust. Damn. Dann will ich den Kinderraum benutzen. Okay, man muss. Man kann natürlich schnell durch, ne? Und einfach eine Reihe quasi durchmachen und dann weiter runter, glaube ich. Aber um halt das Kind zu kriegen, muss man halt hier und kann dann nicht weiter, weil hier kein Fahrstuhl ist. Verstehe. Kinderraum. Ach du Scheiße. Infusionen. Infusionen sind Spezialfähigkeiten, die dir einen großen Vorteil im Kampf gewähren können. Du kannst bis zu 2 Infusionen gleichzeitig haben und sie jeweils einmal pro Runde verwenden. Dabei verbrauchst du eine Aufladung. Verbrauchte Infusionen kannst du erst wieder benutzen, wenn du sie aufgeladen hast. Wenn du ein Kind rettest, hast du die Wahl zwischen einer neuen Infusion oder dem Aufladen. Okay. Ah ja. Will ich eine neue oder aufladen? Was ist denn die neue? Gewährt 2 voll aufgeladene zufällige Infusionen, die deine aktuellen ersetzen. Ich nehme mal eine neue, mal gucken. Nee. Gewährt 2 voll aufgeladene zufällige Infusionen, die deine aktuellen ersetzen. Ach so, jetzt. Ach, das muss ich auch erstmal aktivieren. Okay, das ist ja weird. Was ist das? Ereignis, etwas Unvorhersehbares. Zelle 807. Die robuste, fensterlose Tür der Zelle steht offen. Du wirfst einen Blick hinein und siehst ein kleines Bett, ein paar Schränke und einen Apfeleimer. Geld bekommen, können uns heilen, was wir nicht brauchen. Aufladung für jede deiner Infusionen. Wir untersuchen das Bett für Geld. Ein beflecktes Laken hängt von dem winzigen Bett auf dem Boden. Du siehst darunter nach und findest ein Bündel Geldscheine sowie ein paar zerknüllte Zettel. Die Zettel wurden unoffenbar von einem Kind namens Dylan geschrieben. Dylan hat die Patrouillerouten und Schichtpläne der Wachen notiert. Okay. Heilen oder eine Karte verbessern. Karte verbessern. Faustschlag. Er macht dann 8 Schaden. Und die macht für 0 dann 4 Schaden. Drachenfaust. Er braucht 5 Brand. Gemetzel kostet nur 2. Ich mach mal das. Gemetzel. Elite-Gegner? Nee. Geh hier zu dem. Geh zu dem Kind. Der verfolgt mich wieder, glaube ich, ne? Stoß. Manche Gegner stoßen Objekte, die sie mit ihrem Angriff treffen. In diesem Fall bewegt sich das Objekt ein Feld vom angreifenden Gegner weg. Wenn es jedoch auf ein Feld gestoßen werden würde, das bereits belegt oder nicht vorhanden ist, erleidet das Objekt 3 Schaden oder bewegt sich nicht. Du kannst sehen, ob ein Gegner sein Ziel wegschießt, indem du über sein Profil fährst. Automatischer Angriff. Gegner mit der Eigenschaft automatischer Angriff treffen dich, sobald du innerhalb ihres anvisierten Bereichs eine Angriffskarte endest. Okay. Außerdem greifen sie alle Ziele an, die während deiner Runde ihren anvisierten Bereich betreten. Achte auf das animierte Ausrufezeichen-Symbol. Okay. Ah ja. Mhm. Du verfolgst mich, yo. Hm.
ich hier hin und hau den direkt weg. Oder gehe ich hier hin? Nee. Geh mal hier hin. Ach! Nee. Wir haben 5 Schild. Ja, okay, wir halten alles aus. Also. Mache ich mal Meditation. Bei Max TP werden diese um 1 erhöht, yo. Und 2x Faustschlag. Schön. Ach, klar, fuck. Wir haben ihn. Wir sind in seinem Feld und wir haben ihn angegriffen. Natürlich, deswegen. Hat er uns dann auch angegriffen. Aber wir kriegen immer noch keinen Schaden, okay. Weil wir genug Block haben am Anfang einer Runde. Okay. Okay. Ei, okay. Du drehst dich nicht. Kann da gar nicht, natürlich nicht hin. Ja. Drachenfaust. Ein Feld können wir uns bewegen. Ich könnte mich halt hierhin bewegen und dann hierhin und dann Drachenfaust machen. Hier eine Karte, gewährt ein Schild. Ja, das ist doch auch gut. Ich glaube, das mache ich. Ah ne, jetzt kostet die wieder was. Scheiße. Ja, muss ich aber trotzdem machen. Er verfolgt mich, true. So. Ach, und er dreht sich. Fuck, okay, ja. Das war dumm. Jetzt kriegen wir sehr viel Schaden. Na gut. Oder? Ne, kriegen wir gar nicht. Ei, doch. Okay. Gemetzel. Drehen sich dann alle. Geschwächt. Ich muss blocken, glaube ich. Da drehen sich dann alle. Ich habe mich in eine schlechte Lage katapultiert. Der ist noch. Oh. Ich muss halt ihn halt auch wegmachen, ne? Wenn ich hier hingehe, dreht er sich auch. Ah. Aber ich könnte Folgendes machen. Ich könnte hier hingehen. Dann dreht der Typ sich nach da. Und dann könnte ich mit noch einem Schritt hier hingehen. Dann vielleicht folgt er mir hier drauf und wird dann von deinem Freund getroffen. Aber was anderes kann ich gerade nicht machen. Ja. Machen wir mal so. Gegen einen Schaden. Mache ich jetzt Gemetzel und blocke einmal. Okay. Gegen Brandschaden. Ja. Wie viel Brandschaden kriegt er?
Faustschlag würde den aber nicht. Würde den töten. Wir müssen jetzt leider Schaden riskieren. Ja, okay. Ja. Oh, ah, stimmt. Ja, weil wir ihn zuerst angegriffen haben, hat er noch mehr geschwächt bekommen. Wurde deswegen weggeklatscht. Geil. Er dreht sich. Dann bleiben wir einfach stehen, wa? Dreht sich dann auch, okay. Ja, gehen wir einfach mal hier hin. Können wir ihn angreifen? Nein. Es gibt bestimmt auch Sachen, die diagonal dann angreifen können und so. Tschüss, Junge. Bam! Ja, leider 8 Schaden bekommen. Entfernt 2 Brand. Füge deiner Hand ein Versengen hinzu. Bewirkt 3 Brand auf benachbarte Ziele. Jab ignoriert verwundbar. Entfernt. Nee, ich will mich ja nicht selbst in Brand stecken. Nehme ich mal die Mod. Noch ein Kampf. Okay. Bürohengst. Okay, das sind die wieder mit automatischem. Alter, ich kann ja nirgendwo hin. Doch hier kann ich. Ah, er dreht sich, okay. Das ist ekelhaft. Die machen nur einen Schaden. Wir haben ja 5 Block. Hörst dich einen direkt down? Ich glaube ja. Faustschlag. Ja, wir bewirken mal geschwächt. Jetzt macht er keinen Schaden mehr. Okay, dann haben wir nichts zu befürchten. Schön. Mache ich nämlich den Jab. Ja. So. Okay. Okay. Wenn ich mich... Drehst du dich? Ja. Okay, du schlägst dann aber nicht. 2 Block. Jab ist gegen alle, okay. Vergessen, ich muss den Schritt immer zuerst machen, sonst kostet der halt was. Fuck. Wir können uns heilen. Wir haben genug Block. Ja. Mach das mal so. Heilen uns. Der Jab kostet 0. Der Faustschlag. Okay, das war dumm. Ich hätte einfach warten sollen. Kriegen wir Schaden. Na gut. Nee. Ich werde den direkt wegmachen. Mit dem Jab. Aber dafür müssen wir erstmal Gemetzel. Ja, so. Den Positionswechsel. Ja. Ja, hier würde nichts passieren. Okay. Hier haben wir nichts. Wir können nichts. Doch. Blocken. Drachenfaust einfach auf ihn. Jo, warum nicht? Okay. Okay, das Spiel, also mir gefällt es auf jeden Fall. Geile, geile Idee. Können wir dich töten direkt? Nein. Schmetterling. Diese Karte wird nach dem Ausspielen für den Rest des Kampfes
aus deinem Deck entfernt. Immer einmal blocken, dann Ausschlag. Ja. Und so. Und jetzt können wir die Position wechseln. Ah ne, oder wir killen ihn direkt. Schön, okay. Jawohl. Zwillingsschlag. Verursacht 2x4 Schaden. Schaden dieser Karte in diesem Kampf um 1 verringert. Okay. Jab bewirkt bei Treffern 2 Brand. Okay, ja. Das ist natürlich gut, wenn wir jetzt auf Jab gehen. Ereignis. Etwas Unvorhersehbares ereignet sich. Wir können $30 bekommen. Karte entfernen. Oder $40 bekommen. Du schon wieder? Die Stimme des Programmierers lässt sich zögern. Seine Füße, die in Flipflops stecken, sind entspannt auf einem umgestoßenen Computermonitor geparkt. Aus seinen Nasenlöchern kommt eine widerliche Rauchwolke, die sein Gesicht zum Teil verdeckt. WTF. Ich nehme einfach nur $30. Was ist das? Eine Aufladung für jede meiner Infusion. $30. Erhöht deine aktuellen und maximalen TP. Nehmen wir mal das. Ja. Kinderraum. Julio. Aufladung, ja. Wirkt 3 geschwächt und 3 verwundbar nach geschwächte Gegner. Okay, machen wir mal. Für Uran. Okay. Dann machen wir hier den Elite-Raum, wa? Obwohl das Geld, den Laden gucken wir uns noch an. Schwäche finden. Feuersturm, nee. Ich will was verbessern. Ah, nee. Kampfbeginn 5 Schild. Nee. Hä? Hä? Ich kann nichts machen. Egal, ich verstehe. Verursacht 4 Schaden, bewirkt benommen. Benommene Gegner können keine Angriffs-, Drehungs- oder Verfolgungsreaktion ausführen. Okay. Wenn eine Reaktion verhindert wird, nimmt benommen um 1 ab. Okay. Zu Rundenende wird benommen entfernt. Ja. Stoßtritt. Können wir Leute wegstoßen von uns. Das ist natürlich geil, ja. Andere Seite des benachbarten Ziels. Nehmen, glaube ich, nochmal eine Drachenfaust. 64. Entferne eine Karte und zwar im Flow. Habe ich irgendwie noch nie einsetzen können. Weil zu teuer. Heilen oder Karte verbessern. Verbessern wir eine Karte. Jab plus verursacht 6 Schaden. Drachenfaust. Nee. Feurige Jabs. Jab bewirkt bei Treffern. Okay. Ich nehme Austeiler, ja. Damit wir bessere Jabs bekommen. Ich würde sagen, wir machen diesen Elite-Raum jetzt. Okay. Hier, die drehen sich. Die verfolgt mich. Entfernt 3 Brand. Hm. Du schiebst den, ne? Ja. Jetzt 70 Schaden. Er dreht sich. Könnte dann hierhin springen. Und hier hinspringen, dann trifft er beide. Ich glaube, das mache ich doch, oder? Einmal so. Schritt.
Kann ich halt nochmal laufen. So, jetzt greift er die beiden an. So. Drachenfaust ist jetzt natürlich doof. Wie viel Schaden macht die 4? Wir haben nichts zu befürchten. Wirkt geschwächt, verursacht 2 Schaden. Warte mal, brauchen wir geschwächt? Ja, doch. Macht die nächste Runde nicht so viel Schaden. Und wir behalten mehr Block. Man behält ja den Block. Ich benutze aber trotzdem Drachenfaust. So. Also man kann die ja nochmal ziehen. Ah, die haben sich gegenseitig angegriffen. True. Sogar noch besser, als ich dachte. Jetzt wird's aber schwierig. Obwohl, warte mal. Was ist, wenn ich... Ah, nee, sie geht dann dahin. Schade. Oh, dann kann ich aber nochmal Drachenfaust reinklatschen. Gemetzel, Austeiler. Mach ich das? Dann dreht er sich. Mach ich Drachenfaust. Dann habe ich noch 2. Macht 7 Schaden. Oh, wir sind verwundbar. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Wird geschwächt und verwundbar bei dem Nachbarn spielen. Yo, das ist schon mal besser. Das ist aber ganz gut eigentlich mit dem Drachen, mit der Drachenfaust. Ja. Also mal so. Verwundbar oder ein Jab. Macht 5 Schaden. Oder blocken. Komm, ich tank jetzt mal. Und benutze Gemetzel. Ah, ich hätte Austeiler und Blocken nehmen können. Ja, egal. Okay. Kommt dran, jopp. Den Jungen können wir jetzt killen, glaube ich. Feurige Jabs, mhm. Ne, warte mal. 5. Ja, der ist tot. Die eventuell auch. Brauchen nicht laufen. Wir machen einfach. So. Nein, ist. Warum ist er nicht tot? Oh. Habe ich mich verrechnet? Ich bin blöd. Machen wir aber nochmal so, damit wir weniger Schaden, also gar keinen Schaden kriegen. Okay. Haben wir natürlich Infusionen verbraucht, aber gut. Was sagt 8 Schaden und Stoß. Ja. Peng! Weg ist sie. Geil. Die Hackerin. Du hast neue Informationen gefunden. Gute Arbeit. Du kannst sie dir im Hauptmenü, vom Hauptmenü aus im Codex ansehen. Raum 4 in 4 Runden abgeschlossen. 60 Dollar. Ziehe 2 Karten, gewährt 5 Schild. Na gut. Patches sind passive Verbesserungen für deinen Helden. Sobald du ein Patch erhältst, gewährt es dir für den Rest der Partie seine Vorteile. Immer wenn du einen Elite-Gegner oder Boss besiegst, erhältst du ein neues Patch. Neuen Patch, aber gut. Auch bei Ereignissen kannst du welche als Belohnung erhalten. Immer wenn du einen Laden besuchst, kannst du eins deiner Patches gegen Geld für den Rest der Partie verbessern, okay. Halt dich um 1 TP und gewährt 10 Dollar, wenn du zu Rundenbeginn weniger als 40 Dollar hast. Bei TP unter 20% erhältst du zu Rundenbeginn eine Aufladung für jede Infusion. Nee, gewährt zu Kampfbeginn 1 Schild pro verbesserte Karte in deinem Ziehstapel und deiner Hand. Scheiße. Aber mehr Schild am Anfang. Vielleicht kann man dann ein bisschen was setupen. Will ich weiter? Bossraum. Ah, okay. Ja. Dann machen wir jetzt den Boss.
Wenn man bei einem Fahrstuhl ist, dann kann man den Boss machen. Verstehe. Die drehen sich natürlich. Er verfolgt uns nicht. Er hat 120. Könnte natürlich auf Drachenfeuer hoffen. Er macht 2, 3 mal 3 Schaden, also 6. Aber wir haben ja ganz... Wir haben... Ja, 7 Schild. Wir haben ihn nicht bekommen, schade. Feurige Jabs. Machen wir halt einfach mal Schaden, so. Ja. Easy. Er kommt jetzt zu uns. Ja, war klar. Jetzt haben wir Drachenfaust. Danke für nichts, Spiel. Könnte hier hin. Ah, ne. Alle drehen sich dann. Okay, ja. Aber dann kriege ich halt auch von allen Schaden, weil ich habe. Kann nicht mehr weiterlaufen. Schaden zu vermeiden, mache ich das einmal so. Jetzt könnten wir es. Ne, der macht aber immer noch 6 Schaden. So, dann heilen wir uns. Dann das. Oh, what? Ah, der greift uns an, aber mit 0 Schaden, okay. Ach, Drachenfaust geht ja in beide Richtungen. True. Oh, dann wäre, wenn ich hier hingegangen wäre, Drachenfaust ultra geil gewesen. Okay, der macht, der gibt uns anscheinend immer Bienen. Nicht so geil. Er macht auch einen Fernkampfangriff auf einmal. Aber wir haben Positionswechsel. Die eine Karte gewährt 2 Schild, ja. Stoßtritt. Verursacht 8 Schaden und stößt jemanden weg. Schaden. Muss hier. Ja, obwohl, der macht halt 2 Schaden. Ist jetzt gar nicht mal so schlimm, ne? Warte mal. Könnt ihr hier hin? Und den dann wegstoßen, damit er, ne, in den Angriff von dem Blitztyp geht. Ich versuche das mal. Nein, der zuerst der Schritt. Ja, nur er dreht sich. Stoßtritt. Jop. Genauso wollten wir das haben. Jetzt können wir nochmal blocken, ne? Ja. Okay. Kriegen wir zwar einen Schaden, aber gut. Mhm. Vorstoß. Ah. Sagt 8 Schaden. Danach könnten wir Faustschlag machen. Er würde sich dann aber natürlich drehen. 4 Schaden. Aber ist egal. Ah, ich muss den killen. So. Ah, ich kann nochmal Positions... Nein, ich kann die Position natürlich nochmal wechseln. Okay, geil. Jetzt kriegen wir einen... Schaden, warum auch immer. Eine neue... eine Energie. Muss ich nochmal genau lesen. Der greift dann an. Locken.
einmal weg. Ach, oh, ich bin blöd. Ja, das war dumm. Das war dumm. Ja, ich kann jetzt nichts mehr machen. Der macht ja einen Fernkampfangriff. Das sieht halt nicht so aus wie ein Fernkämpfer, ne? Aber halt keine Wahl, als ihn jetzt anzugreifen. Block. Rück 3 Brand, ja. Ja, eieieiei. Das verlieren wir. Aber gut, es ist ein Roguelike. Dass man den ersten Boss beim ersten Anlauf schafft, ist selten. Ja, wir sind tot. Kann nichts mehr machen. Er hätte uns halt jetzt so oder so gekillt. Okay, das war aber... Halt mal der erste Run. Ein ungünstiges Ergebnis, aber keine vergeudete Mühe. Die Analyse deiner Missionsdaten wurde bereits begonnen und dein Team ist unterwegs, um dich zu bergen. Nächstes Mal kriegen wir sie. 19 Punkte, ah ja. Hier anscheinend ist irgendwie 50 Erfahrung. Mhm. Alright. Oh, neuer Agent. Jax. Ja, ist ja auch überhaupt nicht Mike Tyson. Wie geil. Okay, jetzt haben wir einen neuen Agenten freigeschaltet. Können wir... Genau. Jax ist der Hau drauf von Cinder. Er hat die Ausdauer eines Champions und einen absolut tödlichen linken Haken. So hat er im Vergleich zu allen Gegnern, die Infinity ihm in den Weg stellt, den längeren Atem. Er zermürbt seine Gegner nach und nach, bis sie aufgeben. Geduld ist seine größte Stärke und er weiß, wie er sie einsetzt. Alright. Wer auch immer der Dritte ist, ich weiß... Wüsste jetzt nicht, wer das sein könnte. Aber das werden wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen. Zwei Kinder gerettet. Mhm. Das war der erste Eindruck von Nitro Kid. Super cool. Oh. Into the Breach war das Spiel, was ich meinte. Das ist eine Mischung aus Slay the Spire und Into the Breach. Ist das sogar vielleicht von den Into the Breach-Machern? Ich weiß es gerade nicht. Ich kurz mal... Live nachgucken. Gucken wir doch mal. Nein, ist es nicht. Okay. Egal. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Drei Helden ist zwar ein bisschen wenig, aber vielleicht spielen die sich ja, also vielleicht kann man so krasse Decks bauen, dass selbst die Helden an sich sehr viele Spielweisen haben. Super cool. Was haltet ihr von dem Spiel? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Ne? Mal gucken, ob es davon noch Folgen gibt oder ob ich es mal streame oder so. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ganz cool. Bis jetzt. Hab nichts auszusetzen daran. Ja. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.